Herzlich willkommen bei der 34. LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Ich bin euer Host Richie Bettauer. Manche sagen, die LinkedIn-Show ist die beste wöchentliche B2B-Talkshow im deutschen Sprachraum. Andere wiederum behaupten, es sei die einzige. Nun, wie dem auch immer sei, wir haben ein unfassbar dicht gedrängtes und spannendes Programm. In den nächsten 60 Minuten begrüße ich heute zwei Studiogäste. Die virtuelle Assistentin Franziska Gröger wird uns erklären, was denn eigentlich eine virtuelle Assistentin überhaupt so tut. Und auch sehr spannend, man denkt, darüber sprechen wir im Interview auch bei Assistentin natürlich sofort an Hilfstätigkeiten, von Präsentationsvorbereitung bis zum Kaffeekochen. Als virtuelle Assistentin, als Dienstleisterin für verschiedene Kunden ist Franziska natürlich selbst auch Unternehmerin und nutzt LinkedIn auch sehr intensiv. Mein zweiter Gast in dieser Sendung heute ist Thomas Wrobel. Er ist der Gründer von Clever Dialer. Ihr alle kennt Anti-Spam-Abwehrmaßnahmen fürs E-Mail-Postfach, bei Blog-Kommentaren. Aber ein zunehmendes Problem in Deutschland, noch etwas mehr als in Österreich, ist Telefonspam, also unerwünschte Anrufe. Und auch da gibt es Schutzmaßnahmen. Und Clever Dialer beruht auf einer Liste bekannter Nummern. Man kann die Software auch so einstellen, dass Anrufe von Personen, die keine Nummer mitschicken, beziehungsweise die nicht im Telefonbuch stehen, auch direkt gleich auf die Box gehen. Also sehr viel Flexibilität und Kontrolle möglich beim Handling der eigenen Anrufe. Und gute Nachricht, es gibt auch ein Gewinnspiel. Thomas hat mir kurz geschickt, Clever Dialer ist eine Gratis-App und werbefinanziert, für die Premium-App bezahlt man monatlich. Wir haben drei Premium-Subscriptions hier zur Verlosung. Also, mit anderen Worten, wenn ihr Clever Dialer gerne ausprobieren möchtet und mehr Kontrolle darüber haben wollt, wer euch anruft bzw. was mit den eingehenden Anrufen passiert, dann schreibt einen Kommentar und taggt ihn mit Clever Dialer. Und im Anschluss an diese Sendung werde ich dann unter allen Kommentatorinnen und Kommentatoren die entsprechenden Codes verlosen, die bekommt ihr von mir zugeschickt. Und ja, braucht ihr dann nur eben eingeben in der App. Geht leider, die App gibt es für iPhone und Android. Die Codes sind für den Android Store gültig, für den iTunes Store. Kann man nicht in der Form erstellen. Also Android-Nutzer, die Clever Dialer ausprobieren wollen, just do it. Bevor wir zum ersten Gast bzw. zur ersten Gästin zu Franziska kommen, auch heute wieder mit an Bord unsere ausgesprochen beliebte Rubrik Frag den Richie. Ihr wisst ja, auf datenschmutz.net/LinkedIn-Show gibt es ein gieriges kleines Formular, das gerne deine Frage entgegennimmt. Natürlich auch hier im Chat oder per Nachricht. Auf der Webseite kannst du mir Fragen auch anonym stellen und ich beantworte diese Fragen dann hier in der Show. Und damit, enough said, kommen wir zum heutigen. Frag den Richie. Und zwar, es geht um ein Thema, das eigentlich in fast jedem LinkedIn-Vortrag in jeder Schulung über Social Selling immer wieder erwähnt wird. Und das hat mein anonymer Fragesteller eben auch bemerkt und hat mich ganz berechtigterweise gefragt. Alle Berater sagen, man soll bei neuen Vernetzungsanfragen immer unbedingt eine Nachricht mitschicken. Warum macht das dann trotzdem niemand? Das ist durchaus richtig, das fällt mir auch auf. Also so von, ich würde sagen, von 100 Kontaktanfragen, die ich bekomme, vielleicht bei 5 eine Nachricht dabei, wobei sich das Verhältnis in letzter Zeit etwas bessert. Ja, man kann da lang drüber diskutieren, aber der Grund, warum ihr das wirklich tun solltet, ist ein ganz, ganz simpler. Wenn vollkommen klar ist, warum man diese Anfrage schickt, weil man sich vielleicht vorher gerade im Kaffeehaus getroffen hat, derzeit eher keine Option, oder man hat vielleicht schon drüber gesprochen, wir vernetzen uns auf LinkedIn, dann ist das wohl nicht erforderlich. In jedem anderen Fall, wenn die Person, die eure Kontaktanfrage bekommt, nicht weiß, warum ihr die Anfrage schickt, dann hängt es natürlich davon ab, wie dieser Mensch tickt, ob er die Anfrage annehmen oder ablehnen wird.
Ich würde mal so sagen, stell dir mal vor, du bist auf einer Business-Veranstaltung, es gibt das klassische gute alte Networking und du siehst jemanden, der ein interessanter Kontakt für dich ist, würdest du dann hingehen, ihm deine Visitenkarte wortlos überreichen, warten, bis er sie nimmt, sich umdrehen und wieder gehen und dann hoffen, dass er dich irgendwann kontaktiert? Genau das Pendant dazu ist eine Vernetzungsanfrage, die ohne Nachricht daherkommt. Wenn jemand neugierig ist, dann schaut er sich das Profil an und überlegt sich, dann nehme ich den an oder nicht, je nachdem. Wenn ich aber klar dazu sage, warum schicke ich diese Anfrage, ja, dann ist das eindeutig, ist auch eine gute Gelegenheit für eine First Introduction. Also, lieber Anonym, du hast vollkommen recht, alle empfehlen es, wenige machen es. Ich bleibe dabei, super, super wichtig. Es gibt ja auch ein paar Stellen übrigens auf LinkedIn, an denen man keine Nachricht mitschicken kann, zum Beispiel bei den empfohlenen Kontakten und so am Netzwerktab, würde ich auch davon abraten, man kann von dort auch das Profil aufmachen und dann immer eine Nachricht mitschicken. Macht wesentlich mehr Sinn und wird die Öffnungsrate gravierend erhöhen, wenn ihr nicht in diese Nachricht reinschreibt. Ich hätte da ein interessantes Angebot für Bitcoins. Ja, und damit, wie bereits erwähnt, datenschmutz.net/LinkedIn-Show. Eiskalt, beinhart reinklicken, Fragen schreiben und sie werden von mir liebevoll hier in der Show beantwortet. Das war Frag den Ricci und ich freue mich schon auf meinen ersten Studiogast, Franziska Gröger. Wir haben uns, wie könnte es denn auch anders sein, selbstverständlich auf LinkedIn kennengelernt. Franziska ist dort sehr aktiv. Sie bietet verschiedene Dienstleistungen organisatorischer Art an, aber spezialisiert ist sie in erster Linie auf Podcasts. Und was eine virtuelle Assistentin denn nun im Detail so macht, das soll uns Franziska selber erzählen. Liebe Franziska, herzlich willkommen bei mir in der LinkedIn-Show. Du bist virtuelle Assistentin und ich habe dich eingeladen, weil mir deine Postings öfter aufgefallen sind und ich die ja einfach interessant gefunden habe. Und dann hast du auch noch letztens beim Kollegen Engin das Intro gesprochen bei seinem Podcast. Bevor wir uns darüber unterhalten, was du so machst, wie war denn dein Werdegang? Woher kommst du? Wie hat es dich nach LinkedIn und in die Selbstständigkeit verschlagen? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dabei zu sein. Ich habe klassisch im Büro gelernt, also ich komme aus der öffentlichen Verwaltung, öffentlichen Dienst und habe da Kauffrau für Bürokommunikation gelernt, komme auch ursprünglich aus Thüringen, aber habe meine Ausbildung und auch meine Berufsjahre in Frankfurt am Main verbracht und auch in Bayern in der Nähe von Nürnberg und ich war eigentlich immer nur im öffentlichen Dienst unterwegs gewesen, habe mich aber schon immer gefragt, es muss ja auch ein bisschen mehr geben, also Ich bin immer sehr interessiert gewesen an verschiedensten Themen, auch im Social-Media-Bereich und bin dann auf das Berufsbild der virtuellen Assistentin gestoßen, Ende 2017. Und da habe ich mir gedacht, genau das ist deins. Und dann habe ich auch gar nicht lange gezögert und habe direkt schon Vorbereitungen getroffen und habe mich dann nebenbei selbstständig gemacht als virtuelle Assistentin. Und habe mir mein ganzes Wissen, was ich bis jetzt habe, habe ich mir alles selber angeeignet oder wurden mir auch durch Kundenaufträge oder auch Aufträge, wo ich bei Projekten und verschiedensten Sachen mitgearbeitet habe, habe ich mir das alles beigebracht oder auch so ja, erfahren sozusagen. Genau. Ja, so gehört sich das. Wir haben immer, bei gerade in den digitalen Jobs, viel Learning on the Job oder viel Learning by Doing. Wie bist du drauf gestoßen und was macht denn eine virtuelle Assistentin überhaupt? Also ich bin tatsächlich über Pinterest auf die virtuelle Assistenz gestoßen. Da war ein Post, wie man nebenbei Geld verdienen kann. Und da bin ich auf das Berufsbild gestoßen. Wie gesagt, habe mich dann auch direkt angesprochen gefühlt. Und generell an sich ist die virtuelle Assistentin, würde ich so sagen, ein anderer Begriff für einen Freelancer. Mhm. Wobei die virtuelle Assistenz sich momentan so in die Richtung entwickelt, dass es tatsächlich eine Assistentin ist, im Sinne von Backoffice-Aufgaben,
administrative Sachen, Newsletter-Erstellung und so weiter und so fort. Bei mir ist es so, ich habe mich ja in die Richtung Podcast-Produktion und auch das Administrative und auch die Videoproduktion ja spezialisiert, beziehungsweise im Videobereich bin ich auch gerade noch am Dazulernen. Und ja, Aber genau. das heißt sozusagen, ich habe selber schon oft in der Vergangenheit Dienstleistungen in Anspruch genommen über Plattformen wie Fiverr. Genau. Im Gegensatz zu dem, was viele glauben, absolut keine Mac-Jobs-Plattform. Findet man sogar sehr tolle Leute. Kosten da natürlich auch was. Aber das ist ein großer Unterschied, ob ich so einen einmaligen Gig mache oder ob ich eine virtuelle Assistentin habe, weil wie bei einer nicht virtuellen Assistentin, da kommt es ja sehr stark darauf an, dass ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis besteht und dass man sich auch kennt gegenseitig, gerade je enger man zusammenarbeitet. Das ist schon, du arbeitest dann schon auch länger für deine Kunden, oder? Das sind Ja. oft nicht nur so Einzelaufträge. Ja, also das ist schon das Ziel, auch eine längere Zusammenarbeit anzupeilen, für beide Seiten. Wie du schon gesagt hast, es ist ein Vertrauensverhältnis, was aufgebaut werden muss. Man hat da ja auch verschiedenste Einblicke in Geschäftsbereiche und hat natürlich auch Kontakt mit sensiblen Daten. Das Ziel ist schon, eine dauerhafte Zusammenarbeit anzustreben. Es gibt aber auch, und das kommt immer drauf an, wie du es schon beschrieben hast, bei Fiverr gibt es so kurzfristige Sachen. Sowas habe ich natürlich auch. Ich habe auch kurzfristige Sachen oder auch Kunden, die nur zu verschiedensten Projekten zu mir kommen und sagen, hey Franziska, kannst du das mal wieder machen? Du weißt ja, wie das funktioniert und kannst du das mal wieder machen? Aber eben genau das ist der Punkt, was man nämlich denkt, weil du weißt schon, wie das funktioniert. Das ist, da muss ich es eben nicht jedes Mal von null auf erklären. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Du hast Genau. vorher schon selber gesagt, bei dir ist es momentan der Schwerpunkt Podcast. Das heißt, du schneidest Podcast, du machst Intros, du machst im Prinzip aus einer Rohaufnahme einen sendefertigen Podcast. Warum gerade Podcast? Hat sich das so ergeben oder ist das ein Thema, das dich besonders interessiert? Tatsächlich hat sich das so ergeben, dass ich Mitte 2018 hatte ich meinen ersten Podcast-Kunden. Der hat mir sozusagen auch alles beigebracht, was nach der Aufnahme kam. Und das hat sich so herausgestellt. Für mich waren Podcasts bis zu dem Zeitpunkt auch unbekannt. Und hat sich, wie gesagt, alles jetzt auch entwickelt, dass ich es mehr in die Podcast-Produktion dass ich da hingekommen bin. Zurzeit mache ich auch viele oder unterstütze auch Unternehmer, die einen Podcast gründen möchten. Das heißt, wir machen Strategiegespräche. Wie sollte das Intro sein, das Outro? Also da gehört ja einiges auch dazu, zum Konzept und auch zur Strategie. Und das macht natürlich auch jetzt schon meine Erfahrung, die ich halt habe. Und natürlich auch, weil ich selber auch jetzt meinen Podcast dann in die Öffentlichkeit bringe. Wollte ich gerade fragen, das wäre ja natürlich sehr naheliegend. Ja, was wird das für ein Podcast? Das wird was ganz anderes als die virtuelle Assistenz. Okay. Und zwar, da geht es um das Thema Weiblichkeit, Weiblichkeit entdecken. Nicht dieses Women's Empowerment, was man jetzt öfters hört oder auch viel mit Spiritualität, das nicht, sondern es geht einfach nur darum, ich möchte Frauen eine Plattform bieten, dass ich führe Interviews mit Frauen und möchte zeigen, dass Frausein sehr vielfältig ist und dass Frauen sich nicht mehr einsam und alleine fühlen. Weil ich war selber auf Seminaren und habe da viele Frauen kennengelernt, die gestanden vor dir standen und du gedacht hast, oh wow, was für eine Königin, und innerlich aber sehr von Selbstzweifeln zerfressen waren. Und da möchte ich eine Plattform bieten für Frauen, damit die sehen, ah, Weiblichkeit kann auch so sein, kann so sein, kann so sein. Also hat ganz viele Aspekte und ich kann mir das als Hörer rauspicken, was für mich passen könnte. Klingt nach einem Podcast, den ich mir sehr gern anhören würde. Ja. Wahrscheinlich natürlich prima an die weibliche Zielgruppe gerichtet, aber Richtig. schadet ja nicht, wenn wir Männer, Frauen auch ein wenig besser verstehen lernen über solche Formate. Ja. Virtuelle Assistenz, sicherlich ein großes Thema. Ja, Silvia, ich bin auch der Meinung, dass das sehr, sehr boomen wird. Freut mich natürlich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid und mitschaut hier. Hallo Jacqueline, hallo Katja, hallo Martina, hallo Agnes, hi Elena. Thomas Wobel ist auch dabei. Mehr zu Clever Dialer etwas später in der Sendung. Wirklich eine geniale Software, von der ich persönlich sehr begeistert war.
möchte man nicht mehr missen, wenn man sie einmal verwendet hat. Und ja, wie bereits erwähnt, als virtuelle Assistentin ist Franziska natürlich nicht nur Assistentin unter Anführungszeichen, sondern auch oder wahrscheinlich sogar in erster Linie Unternehmerin und nutzt LinkedIn dementsprechend auch sehr intensiv. Darüber erzählt sie uns im zweiten Teil des Interviews. Viel Vergnügen. Liebe Franziska, du bist ja hier in der LinkedIn-Show und ich frage jeden Gast natürlich auch, wie er selber LinkedIn benutzt. Und ich habe dich ja auch, wir haben uns kennengelernt über LinkedIn. Du machst recht viel auf der Plattform. Du warst vorher wahrscheinlich privat auf Social Media aktiv. Ich nehme an, du hast einen Facebook-Account, machst auch vielleicht auch Instagram oder was auch immer. Aber wie verwendest du LinkedIn? Was nützt dir LinkedIn für deine Selbstständigkeit und warum ist die Plattform für dich relevant? Das unterstelle ich dir mal, weil du ja recht regelmäßig postest. Ja, ja. Also für mich, ich habe schon früh auch am Anfang meiner Selbstständigkeit rausgefunden, dass es einfach sehr wichtig ist zu netzwerken. Und ich bin viel zu Business-Meetings und zu Netzwerktreffen gegangen. Und bei LinkedIn ist es so, ich bin schon immer darauf gestoßen, fand aber so am Anfang die Bedienung recht kompliziert, weil es sich doch von anderen Social-Media-Plattformen doch auch unterscheidet, auch mit der Einrichtung des Profils. Und über eine Challenge Ende Januar diesen Jahres wurde ich nochmal ein bisschen mehr darauf gestoßen und habe das Potenzial allgemein für mich und mein Business auch gesehen. Und mir ist es, wie gesagt, wichtig, mich auch zu vernetzen und mich mit Leuten auch auszutauschen. Mir geht es primär nicht darum, auf Kundenfang in Anführungsstrichen zu gehen, sondern tatsächlich mir das Netzwerk aufzubauen. Und wenn sich daraus dann Aufträge ergeben, ist das natürlich ein sehr positiver Nebeneffekt. Das auf jeden Fall. Und ich sehe bei LinkedIn gerade auch den Vorteil, dass dort keine Katzenvideos gepostet werden, sondern ich mache LinkedIn auf und sehe, da ist Content, den lese ich gern. Da mache ich auf und habe direkt Wissen und habe nicht Sprüche in Anführungsstrichen oder Videos, wie das auf anderen Plattformen sich halt so entwickelt. Ne? Genau. Also ab und zu bei der LinkedIn-Show läuft natürlich ein Hund durch, aber das sind Mitarbeiter, die gehören zum redaktionellen Team. Ja, klar. Ganz was anderes, selbstverständlich. Ja. Netzwerken ist ein gutes Stichwort, ist super, super wichtig. Da geht ja auch das ganze Marketing geht in die Richtung, dass es sehr wichtig ist, Vertrauen aufzubauen. Auf der anderen Seite, LinkedIn ordentlich zu verwenden, ist auch zeitaufwendig, oder? Wie viel Zeit verbringst du so im Durchschnitt mit der Plattform? Viel, sehr viel. Einfach auch, weil der Content anders ist, den ich für LinkedIn mache, als das, was ich für Facebook kreiere sozusagen, weil ich bespiele rein geschäftlich nur Facebook und LinkedIn. Mhm. Instagram ist meine persönliche Social-Media-Auszeit, also da gönne ich mir das nur privat. Und sagen wir mal so, am Tag bin ich bestimmt so 4 Stunden mindestens auf LinkedIn. Auch immer mal wieder natürlich, scroll durch. Ne? Kommt mir bekannt vor. Ja. Hardcore-Userin. Ja. Aber ist natürlich auch, wenn man da merkt, das funktioniert und man erfährt ja auch sehr viel. Es ist mittlerweile ja auch ist wirklich interessant als Nachrichtenmagazin geworden. Ja, ganz genau. Ja, wie gesagt, wir haben uns ja auch hier kennengelernt. Genau. Das heißt, du wirst demnächst einen Podcast launchen. Richtig. Hast du eine eigene Webseite auch für deine virtuellen Assistenzdienste oder machst du das Ganze über Social Media? Ja, also ich habe auch eine Website, da kann man mich auch finden, www.vafranziska.de. Das ist eine reine, sagen wir jetzt mal, Selbstdarstellungswebsite, also wo ich tatsächlich nur mich und meine Dienstleistungen zeige. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, bin ich ja auf LinkedIn und auch auf Facebook unterwegs. Ich war eine Zeit lang auch mal auf der Konkurrenz, auf Xing unterwegs gewesen. Ich auch viel, ja. Ganz genau. Doch, man kann nicht alles bespielen. Ja, das können bestimmt auch andere Leute, sicher. Für mich ist es aber nichts. Der Gary Vaynerchuk macht das locker mit. Ja. Aber wenn man 15 Leute hat, die nur Status-Updates und gar nicht machen, dann ist das natürlich auch wesentlich einfacher. Ja. Ich habe so den Eindruck, das kommt natürlich auch, aber so richtig groß ist das Thema virtuelle Assistenz im Dachraum noch nicht.
Das heißt, da bist du eigentlich bei den Ersten dabei auch, die sich auf dieses Thema stürzen. Ja, tatsächlich. Also ich war auch eine der Ersten gewesen mit 2018 und bin auch mit, sagen wir jetzt mal, ungefähr 10 anderen, weil das wechselt ja auch immer und die Entwicklungen sind dann halt natürlich auch anders, mit am längsten dabei. Es wächst, das ist richtig. Mal schauen, in welche Richtung es sich weiterentwickelt. Ich bin sehr kritisch da eingestellt. Das hat sich einfach in letzter Zeit so entwickelt oder auch in den letzten Monaten, wenn man so seine eigene Berufssparte anschaut. Die virtuelle Assistenz ist eine sehr gute Möglichkeit zu starten, aber man darf auch nicht vergessen, dass es tatsächlich eine ernsthafte Aufgabe ist. Absolut, ja. Und es ist eine ernsthafte selbstständige Tätigkeit und leider wird es immer noch so gesehen als, ach, das ist ja mal nur was für nebenbei und das ist es nicht. Also da steckt bei mir und auch bei anderen virtuellen Assistenten steckt viel Strategie dahinter, viel Arbeit dahinter und auch Erfahrung dahinter. Und das ist natürlich das, was momentan, wo sich auch der Markt halt entwickelt. Ne? Die Nachfrage steigt, das ist ja auch klar. Was dann aber kommt als Arbeitskraft, das muss man halt immer sehen und auch, ob das zu einem halt passt. Nicht jeder ist halt gleich. Zum Beispiel, du kaufst, also ich sage jetzt mal einfach du kaufst ja nicht nur meine Dienstleistung, sondern du kaufst ja auch mich als Mensch. Klar, natürlich. Ja? Das ist ja, das muss auch von der persönlichen Sympathie her stimmen. Ja. Das ist klar. Aber ich finde einen Punkt her ganz, ganz spannend dran. Wie gesagt, ich habe allergrößten Respekt vor fähigen Assistenten und Assistentinnen. Aber wenn du diesen Job klassischerweise im Unternehmen machst, dann ist dein Job eben deinen Vorgesetzten oder das Team zu entlasten, Tätigkeiten durchzuführen. Aber als virtuelle Assistentin machst du ja viel, viel mehr. Du bist für das komplette Eigenmarketing verantwortlich. Du bist ja ein Unternehmen. Also ich nehme mal an, wenn wir uns das nächste Mal hier unterhalten, dann hast du dein VA-Unternehmen und dann arbeiten schon 5 andere virtuelle Assistentinnen für dich, oder? Ja, mal gucken. Also mal schauen, wie groß sich das noch entwickelt. Aber du hast vollkommen recht, dass du das halt, wie du das gerade auch beschrieben hast, ne? Klassisch. Und das wird auch noch oft auch so verstanden. Also das Wort Assistentin injiziert ja diesen eben Begriff von der Kaffeebringerin. Genau, also, genau. Ne? Ja. Und auch der hübschen jungen Frau, die vorne am Empfang sitzt. Das ist es ja aber nicht mehr. Also das ist es nicht. Ne? Ich habe auch mein eigenes Unternehmen. Ich bin auch Unternehmerin. Ich sage das immer, Kleinunternehmerin. Gell? Und habe da auch mein eigenes Business und stehe da auch dahinter und stehe vor denselben Herausforderungen, vor denen auch ein anderer Unternehmer, mit dem ich zusammenarbeite, auch steht. Ne? Genau, genau. Also eine Sache möchte ich dich auch noch gern fragen, natürlich ja, aus ganz aktuellem Anlass. Ja. Wir haben die Corona-Krise, ist keine Ländersache mehr, ist kein EU-Thema, ist weltweit. Ja. Und momentan gibt es, ich habe gelesen, in Österreich, wird in anderen Ländern nicht viel anders sein, ist der Absatz von Webcams in den letzten 7 Tagen um 1027%, glaube ich, gestiegen. Ja. Und wenig überraschend. Viele denken, dass auch die nachhaltigen Wirkungen der Corona-Krise unter anderem darin bestehen werden, dass wir mehr Arbeit virtualisieren, dass wir vielleicht auch lernen, dass gar nicht jeder Kilometer gefahrene oder geflogene Kilometer unbedingt notwendig wäre. Das ist doch eigentlich eine Situation, wo dein Skillset sehr, sehr gefragt ist, oder? Speziell jetzt, wenn es ohnehin keine Möglichkeit gibt für physischen Kontakt. Du bist das gewohnt, mit Leuten online zusammenzuarbeiten. Ja, also es ist natürlich, wie du schon sagst, es ist eine sehr große Chance. Jetzt mal abgesehen von dieser ganzen gesundheitlichen Lage, ist es für die Wirtschaft allgemein auch eine sehr große Chance, dass sich doch einige Unternehmen trotz modernster Technik immer noch weigern, ihre Mitarbeiter, ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, ins Homeoffice zu schicken oder denen die Möglichkeit zu geben. Es ist jetzt eine sehr große Chance und es funktioniert ja auch. Ich hoffe, dass das auch zukünftig so bleiben wird. Es werden sich auch, ich sehe das auch so, dass die Leute werden ja auch kreativer. Das merkt man jetzt immer mehr auf den sozialen Medien. Die Leute werden kreativer. Ich kenne eine junge Frau, die möchte jetzt am Samstag eine Disco über Zoom zum Beispiel machen. Wow.
Ist auch eine total klasse Idee. Da wäre keiner drauf gekommen, wenn es Corona nicht geben würde. Also es ist eine sehr große Chance und ich bin auch gespannt, was sich nach dieser ganzen Corona-Sache noch allgemein digital entwickelt. Und für mich ist es natürlich auch sehr gut, noch mehr. Also ich habe ja sowieso jetzt, ich will nicht sagen, es gibt ja keine Probleme oder so, aber für mich ist es ja sowieso schon immer digital gewesen, obwohl ich das auch mag, mit Menschen von Angesicht zu Angesicht, also mit Anfassen im realen Leben zu sprechen. Ja. Ne? Ich sehe das als positive Entwicklung und ich sehe das auch für mich als positive Entwicklung und bin da auch sehr gespannt, was da noch weiterhin kommt, auf jeden Fall. Du bist auch Optimistin, oder? So von der grundlegenden Persönlichkeit. Ja, ja, generell schon, auf jeden Fall. Ja. Liebe Franziska, eine Frage, die ich jedem Gast in der LinkedIn-Show stelle. Erzähl uns doch bitte irgendetwas über dich, das dein Netzwerk oder zumindest der Großteil deines Netzwerks nicht über dich weiß. Als allererst, ich habe da lange drüber nachgedacht. Und bevor ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht habe als virtuelle Assistentin, wollte ich ein Gewerbe eröffnen und hatte auch schon die Gewerbeanmeldung, weil ich kann sehr gut Handarbeit. Und ich wollte mich selbstständig machen, nebenbei mit Socken stricken. Okay, aber das skaliert schlecht, oder? Ja. Gerade bei Handarbeit ist das, was du produzierst und das, was du dann herausbekommst, ein sehr, sehr unterschiedlich. Ja, aber du machst es als Hobby nach wie vor? Ja, natürlich mache ich als Hobby auf jeden Fall. Liebe Franziska, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute beim weiteren Aufbau deines Business. Ich bin da sehr zuversichtlich, ehrlich gesagt. Ja, vielen Dank auch für deine Zeit und auch das Gespräch. Ich fand es wirklich sehr schön und danke auch für die Einladung. Sehr, sehr gern. Freut mich sehr. Franziska Kröger, die virtuelle Assistentin. Ich habe übrigens mittlerweile in den Kommentaren auch schon die Shownotes gepostet. Und Franziska ist ja Spezialistin für Podcasts und hat ganz aktuell ein tolles Angebot. Eine Beratungsstunde über Zoom für Coaches, Unternehmen, die sich überlegen, jetzt mit einem Podcast zu starten. Und da kann man von ihrer Erfahrung sicherlich sehr profitieren. Wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Silvia, weil du gerade geschrieben hast, Zoom After Work Café, funny story. Ich habe eigentlich letzte Woche dran gedacht und ich glaube, diesen Freitag wird Rico's Bar aufsperren. Ich habe mir gedacht, wir machen das live. Treffen uns in lockerer Runde, plaudern ein bisschen über die neuesten Netflix-Serien und trinken remote ein Bierchen, einen Spritzwein oder einen Kaffee miteinander. Ja, fehlt mir auch schon sehr unsere Stammkneipenrunden. Wir sind ja auch schon in der dritten Woche der Corona-Isolation. Und damit, bevor wir zum Interview mit Thomas kommen, ein Hinweis, durchaus auch Corona-bedingt, wie so vieles in dieser Zeit. Es gibt ein, denke ich, sehr, sehr lässiges Angebot für alle, die jetzt über Video kommunizieren wollen oder notgedrungen auch müssen. Und zwar die Impress Speakers. 7 Experten aus verschiedenen Bereichen, wobei es jeweils um Wirkung geht, also Stimme, Authentizität, Kommunikation mit schwierigen Gesprächspartnern. Wir halten normalerweise alle Vorträge, nun derzeit eher nicht, beziehungsweise nur über Zoom und haben deshalb die Impress Challenge gestartet. Und dabei geht es darum, du nimmst ein kurzes Video von dir auf, maximal 3 Minuten, in dem du dich vorstellst oder eben dein Unternehmen, deine Dienstleistung pitcht. Dieses Video lädst du dann auf einen G-Drive hoch und wir schauen uns dieses Video an und du bekommst von uns allen Feedback eben über unsere einzelnen Bereiche. Ja, du musst dich dazu registrieren und zwar auf impressspeakers.at oder nicht? Kurz nachschauen, bevor ich das falsch sage. Das kommt impressspeakers.net. Impressspeakers mit einem S. Einfach registrieren, Namen, E-Mail-Adresse eingeben und du bekommst dann den Zugang zu diesem
Google Drive. Wir haben gestern gestartet, am 1. April. Alles andere als ein Scherz, die Aktion. Und du hast Zeit bis zum 10. April. Das ist der kommende Freitag. Manche nennen ihn den Karfreitag. Zeit, dein Video hochzuladen. Das Ganze passiert vollkommen one-to-one und privat. Das heißt, du bekommst dein Feedback dann in Form von Kommentaren auf einem privaten YouTube-Channel, den wir extra für dich einrichten. Das heißt, wir Feedbackgeber sehen dein Video und du selber siehst das. Und die Idee ist halt, dir das Tipps oder das notwendige Handwerkszeug auch zu geben, um eben in Videokonferenzen besser, souveräner, gelassener zu wirken und eben so rüberzukommen, wie du das möchtest. Ja, wie das Ganze ausschaut, dazu haben wir einen kurzen Einspieler vorbereitet. Hallo, mein Name ist Richie Bettauer. Ich bin Personal Branding, Content Strategy und LinkedIn-Experte. Welchen ersten Eindruck hinterlässt du im Internet für deine potenziellen Kontakte? Was findet man über dich heraus, wenn man dich googelt? Was verraten deine Social-Media-Profile? Mach mit bei der Impress-Challenge von Impress Speakers, lade dein Video hoch. Ich freue mich darauf, dir darüber Feedback zu geben, wie du digital auf andere wirkst. Hallo, mein Name ist Doris Maybach. Ich gebe dir sehr gerne Feedback über deine Rede und all die Dinge, die unbewusst mitkommen, wenn du sie hältst. Als Expertin für innere Haltung und wie sie nach außen hin wirkt, reden wir über den Subtext, den du mitvermittelst. Wir schauen uns an, was du daran ändern möchtest, und ich gehe mit dir in den Prozess, dass du deine Rede und deine innere Haltung so anpassen kannst, dass sie nach außen hin wirkt und somit deine Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht mit der Message, die du gerne vermitteln möchtest. Ich freue mich, dich begleiten zu dürfen. Du kennst das vielleicht, dass du dir bei einer deiner Reden, deiner Ansprachen, deiner Vorbereitungen für Gespräche schon mal überlegt hast, wie soll ich das eine oder das andere formulieren? Denn die Art und Weise, wie wir etwas formulieren, macht einen großen Unterschied, wie unsere Botschaft bei unserem Gegenüber ankommt. Mein Name ist Thomas Wilhelm Albrecht und ich darf bei der Impress Challenge Feedback geben zum Thema Sprachmuster und Rhetorik. Und ich freue mich schon sehr darauf, dass du dabei sein wirst. Hallo zusammen, auch ich beteilige mich an der Speaker Challenge. Von mir bekommt ihr wertvolles Feedback zum Thema Storytelling. Egal welche Botschaft ihr vermitteln wollt, der Spannungsbogen und die Inhalte und die Beispiele, die ihr verwendet, sind immer extrem wertvoll. Ich freue mich auf eure Einsendungen und eure rege Beteiligung an unserer Challenge. Mein Name ist Richard Blöss und ich gebe Feedback zum Thema schnell Kontakt aufbauen zum Gegenüber, zur Audience, eine Person, 10 Personen, 100 Personen. Und damit unterstütze ich die Impress Challenge der Impress Speakers. Sei dabei, melde dich an. Ja, ich meine, das ist eine feine Sache, um die eigenen Skills eben zu verbessern. Momentan gibt es ja überhaupt wahnsinnig viele sehr, sehr tolle Gratisangebote, Webinare, Fortbildungen. Wenn wir ohnehin schon die ganze Zeit zu Hause vor Bildschirmen verbringen, dann muss das ja durchaus nicht die ganze Zeit Netflix sein. Ganz im Gegenteil, kann man jetzt wirklich nutzen die Zeit, und eines garantiere ich euch, auch nach der Corona-Krise, auch nach der Quarantäne, werden wir insgesamt als Gesellschaft einen ziemlichen Sprung nach vorne gemacht haben, was virtuelle Meetings, virtuelle digitale Kollaboration angeht. Also das ist schon here to stay. So, jetzt habe ich auch das richtige Overlay gefunden. Hast du ein Balken vor den Augen? Also impressspeakers.net. Ihr findet den Link auch in den Shownotes. Wir haben gestern ein halbstündiges Live gemacht, wo ja, 5 von den Kolleginnen dabei sind. Da könnt ihr euch noch genauer informieren. Wir haben auch schon einige Teilnehmer und wir werden uns auf jeden Fall bemühen, euch gutes, sinnvolles und ausführliches Feedback zu geben. Tolle Leute dabei. Ich werde selber auch mitmachen und mein Video befeedbacken lassen. Man kann ja immer sehr viel dazulernen, gerade in puncto Stimme, Wirkung. Ja, das ist eine never ending story. Und
Wir wollen ja immer besser werden vor der Kamera. Also mach es wie der YouTube-Influencer, schmeiß die Webcam an, lade dein 3-Minuten-Video hoch. Kein Grund für FOPO, also Fear of Public Opinion. In diesem Fall, denn ja, passiert wie gesagt one to one. Und damit kommen wir jetzt zu Clever Dialer bzw. zum angekündigten Gewinnspiel. Wie bereits erwähnt, Clever Dialer ist eine App, verfügbar für Android und für Apple-Telefone. Und diese App hängt sich sozusagen zwischen die Standard-Telefon-App und die einkommenden Anrufe und filtert die nach bestimmten Kriterien, die man auch selber einstellen kann. Kann man ausprobieren, ist kostenlos und werbefinanziert. Und wenn man es eben ohne Werbung möchte, dann muss man eine Subscription abschließen. Und genau für eine solche Subscription habe ich 3 Codes für euch. Right on, Gewinnspielzeit. Also, wenn ihr Clever Dialer in der Premium-Version ausprobieren möchtet, einfach einen Kommentar schreiben hier zur Show. Und wie üblich, das Gewinnspiel endet am Sonntag, also kommenden Sonntag. Manche sagen in 3 Tagen, andere wiederum behaupten am 5. April, 24 Uhr, werde ich dann unter allen Kommentadores diese Access Codes verlosen. Also, hinterlasst uns einen Kommentar, wenn ihr Fragen an Thomas habt. Er ist auch hier im Chat, also immer sehr, sehr willkommen. Aber worum geht es genau bei der Applikation? Wie funktioniert Clever Dialer? Das wird uns Thomas nun selbst erzählen. Lieber Thomas, herzlich willkommen in der LinkedIn-Show. Du bist der Gründer und Geschäftsführer von Clever Dialer. Darf ich ganz kurz? Ja, sorry, bitte. Ja. Ich bin nicht der Geschäftsführer. Ich bin im Endeffekt der Gründer, aber wir haben einen anderen Geschäftsführer. Also das ist der Formhalter. Gründer ist, dann stelle dich vor als Gründer, oder? Ja, das ist okay, das ist perfekt. Passt. Sorry, dass ich dich da nochmal kein musste. Kein Problem. So schneiden. Lieber Thomas, herzlich willkommen in der LinkedIn-Show. Du bist der Gründer von Clever Dialer. Was macht Clever Dialer? Um es auf einen kurzen Nenner zu bringen, Clever Dialer macht Spam-Erkennung, sprich es hält ja all diese lästigen Anrufe vom Hals, die du eigentlich gar nicht haben willst, die aber täglich bei uns reinkommen. Und zusätzlich erkennen wir auch noch die Nicht-Spam-Anrufe, also wer ruft dich eigentlich an, der jetzt kein Spammer ist. Also Personen, die ich nicht in meinem Telefonbuch gespeichert habe und wo ich sonst eben nur die Nummer sehen würde. Genauso ist es. Und unsere Quellen sind dabei in der Regel die öffentlichen Verzeichnisse. In Deutschland ist es jetzt zum Beispiel das Telefonbuch. Wir kooperieren da einfach mit verschiedenen Anbietern, weil wir verlassen uns auf Nummern in öffentlichen Verzeichnissen im Gegensatz zu verschiedenen Wettbewerbern, die das anders machen. Und wie kommt ihr oder wie identifiziert ihr die Spam-Nummern? Wir haben ein Community-basiertes Modell. Das heißt, unsere Nutzer melden uns einfach die Spam-Anrufe. Das heißt, die bewerten zunächst mal die Anrufe. Das kann auch durchaus auch positiv sein, wenn ich jetzt bei einer Support-Hotline gelandet bin, die besonders freundlich war. Bewerte ich es positiv. Man muss aber klar sagen, es ist wie meistens im Leben. Die Leute sind eher motiviert zu bewerten, wenn es negativ ist und sie genervt waren. Und das ist der größte Teil unserer Daten, kommt einfach aus dieser Quelle, das sind unsere Nutzer. Also der klassische Leserbriefeffekt eigentlich. Wenn man so will, genau, nur in digitaler Form, ja, genau. Ja. Wie lang gibt es Clever Dialer jetzt schon? Also uns gibt es seit 2014, da haben wir damals angefangen, eigentlich nur mit der Idee zu sagen, ja, das ist ein Problem, das haben wir erkannt, aber wie lösen wir das jetzt? Und dann haben wir einfach versucht, da was aufzubauen drauf. Und daraus haben sich dann viele Nachfolgeprojekte ergeben, wo wir auch unterwegs sind. Wir haben das ja nicht nur auf Android, wir haben es auch auf Alexa-Skill beispielsweise und solche unter iOS. Also wir haben ganz verschiedene Geschichten am Laufen. Aber immer mit dem Ziel Spam-Erkennung.
Wie war dein beruflicher Werdegang bis zur Gründung von Clever Dialer? Wie kommt man auf die Idee, so etwas zu machen? Oder sagen wir so, aus welcher Richtung kommst du? Also ganz ursprünglich komme ich aus der Richtung Telefonverzeichnisse. Da bin ich sozialisiert, das ist schon ganz lang her. Und in dem Bereich habe ich auch lange gearbeitet, daher vielleicht auch ein bisschen die Verbindung zu Clever Dialer. Zwischendrin habe ich einen Ausflug in die Community-Ecke gemacht. Das heißt, wir haben auch in Österreich eine relativ erfolgreiche Community betrieben, noch vor Facebook allerdings. Und danach haben wir uns dann umgeschaut, was können wir denn sonst noch machen? Und dann sind wir dann über ein bisschen Umwege bei der Spam-Erkennung gelandet. Und kümmern wir uns jetzt mit 8 Mann inklusive Frau darum, dass wir das Thema beackern. Was war das für Community vorher? Das war die waslos.de. Bei euch ist ja natürlich waslos.at. Ah, ja, ja, kenne ich. Das war nicht. Und das war eigentlich recht, recht witzig, aber natürlich, als dann Facebook kam, haben uns einfach glatt gebügelt. Ne? Das war einfach dann die Marktmacht zu groß. Schade drum, weil wir haben heute noch Leute, die uns kontaktieren und sagen: Mensch, das war ganz cool damals, aber ja. Da muss man einfach unser neues Feld suchen und das haben wir auch ganz erfolgreich getan. Ja. Jetzt denken ja die meisten bei dem Begriff Spam zuerst mal an Viagra-E-Mails, die es schon sehr lange gibt, aber das Telefon-Spam-Phänomen, das ist schon im Steigen begriffen, das nimmt zu, oder? Absolut, absolut. Es ist ein bisschen, es ist national unterschiedlich. Also ich sag mal, die Amis haben sicher noch ein größeres Problem und die Briten als die Österreicher oder die Deutschen das haben, ja. Aber insgesamt ist es ein steigendes Problem und es ist eins, das immer, sag ich mal, subtiler wird, muss man sagen. Die Tricks werden natürlich immer ausgefeilter und wir bieten einfach eine Möglichkeit, dass man sich davor schützen kann und da einfach nicht den Leuten zwangsläufig auf den Leim geht. Euer Geschäftsmodell sieht so aus, dass man die App gratis in den Stores bekommt. Und die ist werbefinanziert, aber mit recht dezenter Werbung, oder man bezahlt einen recht geringen monatlichen Beitrag für die Premium-Version. Genau, also unser Geschäftsmodell ist genau, wie du es beschreibst. Die kostenlose Version spielt Werbung aus. Sie ist aber funktional auch etwas eingeschränkt. Das heißt, du kriegst die Spam-Warnungen, das kriegst du alles. Ja. Was du nicht machen kannst, ist Spam-Nummern automatisch blockieren zum Beispiel. Ja, das geht bloß mit unserem Subscription-Modell. Vielen Leuten reicht aber das normale Erkennen von Spam völlig aus. Wir haben aber darüber hinaus noch ein weiteres Geschäftsmodell, nämlich das, dass wir unsere Technologie zur Verfügung stellen an vor allem Verzeichnisanbieter, die jetzt Telefonbuchverzeichnis, die das in ihre Apps integrieren können und damit dann auch ihre Nutzer vor solchen Spam-Anrufen warnen können. Okay, also sozusagen auch als Service, die komplette Datenbasis, die ihr da sammelt, die kann man auch als Anbieter verwenden. Genau, also das heißt, die Verzeichnisse verwenden dann unsere Spam-Daten und ihre eigenen Telefondaten für die Anruferkennung. Es hat einen weiteren Vorteil für die Verzeichnisse. Viele von den Telefonverzeichnissen gehen jetzt daher zum Beispiel und bieten Online-Buchungsmöglichkeiten an. Da sind wir natürlich perfekt positioniert. Wenn du jemand Restaurant anrufen willst, du erreichst es nicht und hinterher sagt er dann das Ding, du, buch doch einfach online, dann ist das genau der richtige Punkt, wo du diese Information brauchst und haben möchtest. Ja, also sehr, sehr anlassbezogen. Genau, genau. Ja. Und die App. Vielleicht noch ein Punkt, was vielleicht ganz wichtig ist, unsere Spam-Warnung funktioniert auch offline. Das heißt, wir ziehen immer in maximal 6 Stunden Abständen die Daten aufs Handy. Und ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber ich weiß, in Deutschland, wir haben jede Menge Funklöcher. Da, wo häufig die Telefonie noch funktioniert, aber du halt einfach keine Datenverbindung mehr hast. Und da bieten wir dann die Möglichkeit, zumindest die Spam-Erkennung funktioniert auch an den Ecken, wo du sagst, ich habe gerade kein Internet, aber Telefonie funktioniert. Ah, okay, das ist natürlich ein tolles Asset. Und die App gibt es für Android und iPhone? Also für Android ist sie natürlich funktional deutlich umfangreicher. Das hängt einfach mit den technischen Möglichkeiten zusammen. Ja, iOS lässt uns da nur an ganz, ganz wenige Stellen ran. Was wir dort machen können oder was wir da anbieten, ist im Endeffekt nur Spam-Warnung und auch das in einem nicht so ganz komfortablen Umfang wie auf Android. Android bietet uns deutlich mehr Möglichkeiten und da haben wir auch den größten Umfang. Finde ich ja auch spannend bei der Entwicklung einer solchen App, die ich habe gesehen, ich habe es bei mir am Huawei-Handy, die ersetzt dann den Standard-Dialer oder man hat die Option, dass die App den Standard-Dialer ersetzt. Okay. Mit einer solchen Applikation, die da ganz grundlegende Telefoniemöglichkeiten übernimmt, da ist man natürlich auch viel systemnäher unterwegs, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Datenbankabfrage mit Bates in der Stadt baue.
Das heißt, das geht auch technisch recht tief in die Systemarchitektur rein, was ihr da macht. Ja, aber diese Geschichte mit dem Default Dialer hat einen ganz speziellen Hintergrund, denn wir könnten letztendlich auch mit weniger Berechtigungen auskommen. Das Problem dabei ist aber, wenn du effektiv unter Android blockieren willst, und das ist ja eines der Kernfeatures, weshalb Leute unsere App holen, dann musst du Default Dialer sein, sonst lässt dich Android einfach nicht genau an die Stellen hin, wo du blockieren kannst oder wo du effektiv blockieren kannst. Und das ist natürlich, was die Leute von der App erwarten, wenn sie schon Geld dafür bezahlen, dass sie dann wenigstens auch das tut, für was sie bezahlt, für was du bezahlst, nämlich also für blockieren. Ja. Du hast gesagt, seit 2014 gibt es Clever Dialer, also jetzt schon 6 Jahre. Okay. In diesen 6 Jahren ist doch einiges passiert im App-Bereich. Es gibt grundsätzlich sehr viele Apps. Wie vermarktet ihr Clever Dialer? Also vermarkten, es gibt 2 Geschichten. Das eine ist natürlich, wenn du in einem Land startest, kommst du nicht umhin, im Endeffekt Werbung zu machen für die App, weil einfach der Wettbewerb relativ groß ist und du ja im Endeffekt eine Basis brauchst, um überhaupt mal an diese Spam-Daten zu kommen, gerade wenn du neu in einem Land startest. In Deutschland war das relativ einfach, da sind wir relativ langsam hochgefahren. Wir haben aber auch, sind in Spanien relativ erfolgreich beispielsweise, weil die auch sehr große Spam-Probleme haben. Und da musst du einfach anfangs mit der Werbung rein. Sobald du mehr Daten hast, wir haben ja die ganzen Daten, die wir haben, auch als Webseiten. In jedem Land, in dem wir aktiv sind, gibt es eine Website entsprechend. Und darüber spielen wir auch die Spam-Daten aus und auch darüber sammeln wir natürlich Installationen ein. Also das sind verschiedene Ecken, an denen wir da unterwegs sind. Und viel funktioniert dann aber auch über Mundpropaganda, klar, weil wenn einer mit dem Ding zufrieden ist, dann empfiehlt er das weiter, häufig im Familien- und Freundeskreis. Ja, das ist eigentlich ja wirklich eine der Apps mit dem tatsächlich mit der breitesten Zielgruppe überhaupt. Grundsätzlich für jeden. Ja, das ist unser großer Vorteil. Ja. Ja, das Targeting ist nicht schwierig, weil das kann nahezu jeder brauchen. Ja. Genau. Du selber, habe ich gesehen, bist auch auf LinkedIn aktiv. Mhm. Wie für dich als Unternehmer, als Betreiber einer solchen App, welche Rolle spielt LinkedIn da in deiner für dich persönlich, aber auch fürs Unternehmen? Also für mich ist LinkedIn persönlich sehr wichtig. Ich war früher auch viel auf Xing unterwegs. Aber die haben es halt einfach versemmelt, würde ich sagen, ne? Den internationalen Sprung zu schaffen. Ja, das war einfach, die waren wirklich gut und das will ja gar nichts am Produkt kritteln. Aber nachdem wir international unterwegs sind, ist für uns halt LinkedIn die Plattform, die optimal ist. Wir sind weniger in dem Bereich Clever Dialer als in dem Bereich des SDKs, wo wir Verzeichnisanbieter ansprechen, ist es für uns natürlich eminent wichtig. Ja, auf den ganzen Veranstaltungen, Conventions, egal wo man ist, jeder, mit dem man sich vernetzen will, mit dem vernetzt sich über LinkedIn. Es ist einfach so. Und da brauchst du nicht mit Xing oder mit irgendwas oder Jammer oder irgendwas anderem ankommen. LinkedIn ist die Plattform. Ende. Also da gibt's gar. Also insofern ist es für uns wichtig, wo wir natürlich noch ein bisschen ein Defizit haben, was wir auch wissen, dass wir da definitiv noch ein bisschen mehr tun könnten. Also nicht nur im Sinne vom Profil jetzt selber, sondern auch vom Firmenauftritt. Aber es ist häufig so ein bisschen das Problem der Prioritäten, die da ein bisschen ins Rutschen kommen. Aber grundsätzlich, also ich denke, das ist für das, was wir machen, die beste Social-Plattform, die es momentan gibt. Du hast jetzt vorhin gerade auch selber angesprochen, dass Veranstaltungen, Messen und so für euch auch ein Thema sind. Das sieht ja momentan sehr düster aus. Auch sogar der Mobile World Congress wurde abgesagt. Hm. Ihr seid an sich ein digitales Business natürlich. Wie geht's euch mit der momentanen Ausgangssperre, beziehungsweise wie geht es euch als Unternehmen damit, jetzt auch wahrscheinlich mehr virtuell oder mehr mit Homeoffice arbeiten zu müssen? Also uns persönlich, für uns ist das kein Problem, ist ein relativ kleines Team, also damit 8 Leuten, da kannst du Homeoffice relativ einfach organisieren, da brauchst du auch eine Rieseninfrastruktur, das geht einfach. Was jetzt die Messen und Kongresse betrifft, das ist wirklich schwierig für uns. Wir sind einmal im Jahr oder 2-mal im Jahr auf der SINDA. Das ist die größte Veranstaltung von Verzeichnisverlegern in Europa. Und die haben jetzt schon, sie haben noch nicht abgesagt, aber die sind momentan am Überlegen, wie wird's. Und das ist im Mai. Und bis Mai ist schwer vorstellbar, dass große Veranstaltungen noch stattfinden. Ja. Also das ist für uns ein echtes Problem, weil gerade da die Kontakte gepflegt werden, man neue Geschäfte anbahnt. Natürlich kann man das alles digital machen, aber es ist kein Vergleich zum persönlichen Kontakt. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, auch auf so einer Veranstaltung gibt es ja auch viele Zufallsbegegnungen, die lassen sich auch sehr, 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 sehr schlecht online emulieren in der Form. Ja. Ja, also insofern ist es für uns auf der Schiene ein Problem. In der täglichen Zusammenarbeit geht's.
Lieber Thomas, eine Frage, die ich allen meinen Gästen in der LinkedIn-Show stelle. Erzähl uns doch bitte irgendwas über dich, das deine Online-Kontakte nicht wissen oder die meisten zumindest wahrscheinlich nicht wissen. Vermutlich wissen die meisten meiner Online-Kontakte nicht, dass ich einen Hund habe. Was für mich relativ wichtig ist, hast du einen? Ja, Pula. Na, die ist gerade faul. Ja, zwei, Mutter und Tochter. Ach, du hast zwei. Gut, ich habe das einen. Ich habe einen Golden Retriever und der ist gerade in der jetzigen Zeit ganz wichtig für meine Familie und mich, weil man kommt halt besser raus mit Hund. In den Quarantänezeiten ist es einfach wichtig, dass man rausgeht und der Hund nimmt keine Rücksicht aufs Wetter, das wirst du sicher genauso wissen. Ja, das kenne ich gut. Du musst bei jedem Wetter raus und das ist für meine Familie und mich eigentlich das, was momentan so ein ganz wichtiger, zentraler Punkt ist. Ja, bei mir genauso. Lieber Thomas, vielen Dank für das Gespräch und ja, ich habe selber ausprobiert, ich kann jeden Clever Dialer nur wärmstens empfehlen. Das freut mich sehr, Richie, und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, ausgesprochen praktische App. Hallo Boris, weil du im Chat gerade gefragt hast, ob das nicht ein Problem ist bei der Akquise, im Sinne von, ich nehme an, du meinst das so, dass man sich weniger verfügbar macht oder schwieriger erreichbar. Das kann man bei Clever Dialer ganz nach den eigenen Bedürfnissen einstellen und es kann sogar auch praktisch sein, weil das auch Nummern identifiziert aus verfügbaren Quellen. Also du dann auch bei Nummern sehen würdest, die nicht bei dir im Telefonbuch stehen, wer da jetzt anruft im Optimalfall. Oder eben sozusagen dubiose Nummern gleich unterdrücken lassen kannst. Man sieht es ja in Österreich, also ich bekomme ab und zu immer wieder aus Großbritannien Anrufe von Schneidern, die mir unbedingt ihre Anzüge verkaufen wollen, warum auch immer. Und diese britischen Schneider, meist mit indischem Akzent, die sind wirklich, wirklich hartnäckig. Auf der anderen Seite, ja, britische Nummer ist natürlich nicht per se ein Spam-Signal. Ganz im Gegenteil. Also für solche Anwendungsfälle sehr, sehr nützliche Applikation. Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der Sendung angelangt. Selbstverständlich fehlt noch die Rubrik. Die Status-Updates der Woche. Und diesmal, ja, falls ihr euch jetzt wundert, warum da hinter mir eine Google-Suche offen ist, man könnte es ja fast vergessen, aber gestern war tatsächlich der 1. April, allerdings ist es nun wirklich so, dass in Corona-Zeiten offenbar ziemlich niemand, das war jetzt ein zufälliger, kein dramaturgisch platzierter Huster, dass eigentlich niemand Interesse, Lust hat, beziehungsweise in der richtigen Stimmung für April-Scherze ist, ganz, ganz führend dabei, sage ich mal, war in den letzten Jahren ja immer Google. Die haben in diesem Jahr eben auch angekündigt, dass es aufgrund der Corona-Pandemie eben keinen Scherz geben wird in diesem Jahr. Man findet gerade ein paar halblustige Versuche in Computerspielen. Eine Riesenkatze, how funny. Aber wie gesagt, ansonsten tut sich da nichts. Spannend auch diese Betrachtung auf News.co UK über April's Full State 2020 Live. The best and worst jokes, puns, lies and misinformation. Natürlich gab es dann auch wieder ein paar ganz schlaue, die hier diese Corona-Situation ausnutzen für April-Scherze. Ich persönlich mache wirklich nichts lieber. Ich hatte jedes Jahr auf meinem Blog einen April-Scherz und die haben oft auch sehr gut funktioniert. Von ich habe meinen Blog verkauft bis zu ich habe viel Geld verdient auf zu. Was auch immer. Ich schicke auch gern meine Freunde und Bekannten irgendwo hin, sinnloserweise. Ja, darauf mussten wir in diesem Jahr verzichten. Ich glaube, wir können dann froh sein, wenn wir wieder gemeinsam auf ein Bierchen gehen. Aber dafür 1. April 2021 dann mit umso mehr boshafter Energie. Aber eine Corona-Krise, kein Raum für Scherze. Humor hilft, aber April-Scherze, ja, irgendwie nicht so ganz passend momentan. Oder wie seht ihr das? Dann, Britta Behrens, bis vor kurzem noch Marketingleiterin von Piwik Pro Deutschland, hat ihren Arbeitgeber gewechselt und ist jetzt zuständig für das Corporate Influencer Programm der HRS Group. Und falls ihr euch wundert, gar nicht so typische Situation, dass jetzt jemand einen Job beginnt und tatsächlich der gesamte Onboarding-Prozess passiert digital.
Und Britta wird da auch weiter darüber berichten. Ist, denke ich, sehr, sehr spannend, das alles mitzuverfolgen. Also sie war da, wie sie geschrieben hat, ganz kurz im Büro. Innerhalb von 5 Minuten hatte ich meine Sachen und konnte zurück Richtung Homeoffice. Und dann am Nachmittag eben intensive Videokonferenzen. Also auch Onboarding funktioniert virtuell, wenn es virtuell funktionieren muss. Wie momentan. Der liebe Martin Haunschmidt macht wöchentlich seine wirklich, wirklich grandiose Rückschau über die Hacks der Woche. Diesmal gleich am Anfang dabei, deswegen möchte ich euch das gern kurz anspielen. Geht es auch um Zoom, unseren Lieblingsvideo-Messenger. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hänge im Moment sehr viel in Zoom-Calls herum. Und wenn die gesamte Wirtschaftsleistung sozusagen sich plötzlich in eine Videoplattform verlagert, dann ist natürlich auch die Cybercrime nicht weit. Die Hacks der Woche mit Martin Haunschmidt. Link folgt dann gleich in den Kommentaren. Aber schon interessant, dass da tausende Domains innerhalb kürzester Zeit registriert werden. Also da geht es nicht um einen Hack von Zoom selber, sondern dass eben ja jetzt sehr viele versuchen mit, wie man das auch von Amazon oder anderen Phishing-Mails kennt, versuchen mit gefälschten Zoom-Einladungen Leute eben auf ja, dubiose Seiten zu locken, die da Malware verbreiten. Also Leute, aufpassen, aufpassen, aufpassen und überall, wo es möglich ist, Two-Factor-Authentication einstellen. Und ja, immer mitschauen bei Martin, da wird man nämlich wirklich vorsichtiger. Christopher Funk, der den legendären Vertriebsfunk-Podcast macht, der haut derzeit eine Hammerfolge nach der anderen raus. Besonders spannend fand ich die gestrige Episode mit Fabian Völsch. Fabian Völsch ist Biohacker, war früher Leistungssportler und der Christopher unterhält sich mit ihm über Ernährung, über Mikro- und Makronährstoffe, Vitamine und was der Körper aus ernährungstechnischer Sicht momentan braucht, um einerseits Leistung zu erbringen, aber natürlich auch, um das Immunsystem fit zu halten. Das möchten wir momentan ja alle. Eine Bitte in eigener Sache hat Sarah Hagenmüller. Sie schreibt gerade ihre Masterarbeit an der Hochschule Neu-Ulm und forscht im Bereich der Hautkrebsfrüherkennung. Und dazu braucht sie eure Mithilfe. Und zwar geht es in der Umfrage um die Akzeptanz von technologischen Hilfsmitteln, ist in 5 Minuten erledigt und sie spendet für jeden Teilnehmer 5 Cent an den Förderkreis der Tumor- und Leukämiekranken Kinder, Ulm e.V. Das ist natürlich keine riesige Summe, finde ich aber trotzdem sehr nett und charmant, das mit einer kleinen Spende zu verknüpfen, statt mit einem Amazon-Gutschein. Ich habe jedenfalls gern mitgemacht und ja, lege euch das auch ans Herz. Wir sind mit der Impress-Challenge, wie bereits vorher erwähnt, natürlich nicht die einzigen, die, ja, ich denke schon mal sehr, sehr reizvolle Gratis-Angebote momentan rausschießen. Die großartige Ariane Roth, Stimmtrainerin und Sängerin, und was für eine Sängerin, YouTube it yourself, die macht ja, ein Webinar, und zwar am 3. April, das ist morgen, um 14 und 16.30 Uhr und in ihrem Webinar geht es um Stimme und Sprechweise, wie wichtig die eben in Gesprächen sind und wir werden 5 Basics erfahren, die uns, ja, die uns mehr Stimmbauer im Alltag und natürlich auch in Videokonferenzen bringen. Ich habe mich bereits angemeldet auf stimmbauer.de, solltet ihr auch tun und ich glaube mit Astrid Wittenberger wird sie das Webinar gemeinsam machen. Oder die beiden machen jeweils ein Webinar, glaube ich. Wie auch immer, ich habe mich angemeldet und freue mich schon auf das morgige Stimmtraining mit Ariane. Und damit sind wir nun wirklich am Ende der 34. LinkedIn-Show. Ein kleiner Hinweis sei noch gestattet. Morgigen Tags ist der 3. April ist der 39. Linked Friday. Mehr Infos auf linkedfriday.net. Ich freue mich, wenn du mitmachst. Nimm dir die paar Minuten. Man findet da auch wirklich immer tolle, tolle Kontakte, wenn man dann den Hashtag-Feed durchschaut. Vielen Dank, dass du dabei warst bei der 34. LinkedIn-Show. Nächste Woche am Donnerstag Stefanie Benz zu Gast. Die gebürtige Österreicherin
lebt inzwischen in Mexico City und coacht Autoren bei allen Schritten, bei der Buchkonzeption, aber auch bei der Vermarktung. Und sie hat das Buchmarketing Weekend ins Leben gerufen, eine sehr, sehr lässige Gratisveranstaltung, die sich speziell an Autoren richtet, sowohl aus dem Fiction- als auch aus dem Non-Fiction-Bereich. Ja, und darüber werden wir nächste Woche plaudern. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, nächsten Donnerstag um 16 Uhr bei der LinkedIn-Show Nummer 35. Und damit sage ich ciao, auf Wiedersehen, schönen Abend, wir sehen uns. Vielleicht morgen in Ricos Café. Check my account. Ciao und ich bin raus.